Und herzlich willkommen zu unserem Abschluss. Ja, von diesem Rumble. Sofort und gleich YouTube 2 gegen die Thugs. Da haben nur drei gekämpft. Bei uns, naja, waren es immerhin 18 Stück gewesen in der zweiten Gilde. Soft, Oriens, Lukas. Also, Soft. 999 Punkte geholt. Krass. Oriens auch, Lukas 997, ich dann nur auf Platz 4, der Tobias und der Player auf Platz 5, Hey Nils, Tore, Hersofort, SCP, Honeydog, GurkenTV, TigerTop, Yummy Yum, Freed, Nuffinose, Grab Gaming und Valentin. So, jetzt wechseln wir mal ganz kurz rüber in Gilde 1. Weil was da passiert ist, alter Vater, ich meine, man hat es in dem Stream vielleicht schon gesehen, aber das ist, also da, Gilde 1, da wurden wir mal so richtig rasiert. Und damit habe ich jetzt eigentlich ehrlich gesagt nicht so wirklich, also dass es so krass ausgehen würde, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, ja. 44.000 von den Cartoon Killers zu 25.638. Alter Vater! Wenn ich in die Ergebnisse reingucke, da hat einer sogar eine glatte 1000 geholt von denen gegen uns. Und ich würde mal sagen, eigentlich so Garden, Tetsuo und so, die sind schon extrem stark, aber eine glatte 1000 gegen uns geholt. Alter, mein lieber Scholli, ey, das ist meine Hausnummer hier. Oh mein Gott. So, und da haben wir hier tatsächlich, wow. Ey, 35 Leute haben über 900 Punkte gegen uns geholt. 49 waren aktiv. Jesus, Maria und Josef. So, und bei uns Garden hat sich geärgert, dass er 7 Punkte heute Nacht verloren hat. 993 Punkte. Wie hast du 993 Punkte gegen die gekriegt? Auch Ted, 981. Ihr seid echt krass, ja. Hammer, Herbausen, Kursiolo, Lord Universe, Brownie nervt, FIFA Pro, Venero, Dietronic, Luca Passegger, Ceci und dann komme erst ich auf Platz 12. Dann der Gamer Guy, Geminator, Tristan, AK Venikraft. BMW, dein Vater, Jordan, Eat Fresh Food, Puschel, Moritz, Sahand, Dirtblock, X-Iboban, Scaro, Marcel, Davis, Simal, El Sola, Tim G, Kimberly, Fishy, Gambigo, Magolev 500, Petro Geli, Johnny Bauer, Jumper, Nüsse, Bessie, Fiesen und Lo. Ja. Das ist schon wirklich eine Hausnummer gewesen jetzt hier. Ne? Jetzt, oh, holen wir mal schnell den zweiten Account mit rein. Damit wir hier wenigstens beim zweiten Account. Ja, und da ist Niederlage. Warum wurde da jetzt nicht, dass das gewonnen wurde, angezeigt? Schade. So, wer steht denn momentan da? Garden vorne, Tetsuo, Kursiolo, Herbausen und der Lord Universe Account. Dann Saft 2, Oriens, da stehe ich hier gleich, Lukas und Tobias. Unglaublich. Crazy. Crazy. Crazy, crazy, crazy. Also, ich meine, dass wir gegen solche Power-Gilden wenig Chance haben. Das habe ich mir schon fast gedacht, aber das ist so dermaßen, dass wir so wegrasiert werden würden. Hohohohoho. Aber man hat es ja schon ein paar Mal beim bösen Nick gelesen. Der böse Nick hat ja auch schon so Sachen geschrieben. Also deswegen dürfen wir uns eigentlich jetzt gar nicht mal so runterziehen lassen. Der böse Nick hat ja auch schon so Sachen geschrieben, wenn die da oben, die Umbra-Gilde, gegen andere da oben gekämpft haben, dass sie dann teilweise auch mit 50 Mann jeweils gerade mal 25.000, also insgesamt gerade mal 25.000 Punkte geholt haben oder sowas, ja. Also bedeutet,
Jeder hat gerade mal 500 Punkte oder sowas geholt. Mehr war einfach nicht drin gewesen. Ja, ich bin überrascht, muss ich sagen. Ich war ja schon geschockt, dass ich dieses eine Match verloren habe. Heute Nacht im Livestream. Dass wir so dermaßen rasiert werden von denen. Wow. Das hätte ich jetzt ehrlich nicht gedacht. Na gut, also, jetzt gucken wir noch mal ganz kurz in den aktuellen Zwischenstand rein, wie es aussieht. So, machen wir mal hier. Ich mache jetzt mal ganz kurz. Nee, fangen wir an mit Gilde 2. Gucken wir uns erstmal den aktuellen Zwischenstand bei Gilde 2 an. So. Und wie sieht es denn da momentan aus? Also Gilde 2 hat bis jetzt so ein Match verloren. Wir haben jetzt hier viermal gewonnen und einmal verloren. Gilde. Gucken wir mal, hey Nils, dann komme ich, dann der Herr sofort. Und dann ist Tobias, Fried, Bektasch, Lukas, Orion, Scrap Gaming, SCP, Yummy Yum, Honey Dog, Tiger Top, Nuffy Nose, Player, Gurken TV, Drag Neil, German Gaming, Saft, Casey Rebel, Serhat, Animation Fan, Dato Nico, Akaventoria, Hahabit, Tore. Oh, jetzt hat Tore doch auch mal mitgekämpft. Momo A41, Xibanga, Leon, Hart, Jason, 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 Stoner, Valentin, Gaming Place, DWWW, Enjoint, Ein wildes Leo, Elias, Gamer LP und Alexandros. So. Sind wir momentan auf Platz 1326. Ja gut, wenn man halt einen Rumble verliert von 5, dann ja, ist aber noch eigentlich ganz gut 1326. By the way, Herr Sofort ist momentan beim Arzt. Er hat sich wohl irgendwie die Windpocken geholt oder so. Er war gestern schon ein Stück weit geschwächt, das hat man gemerkt. Aber jetzt bin ich eigentlich noch überraschter, dass er gestern trotzdem so extrem stark. Wir hatten ja gestern Abend auch noch ein Match gehabt, das Entscheidungsmatch, ob sie ihren ersten Platz halten können mit seiner Mannschaft und damit dann endlich die Meisterschaft gepackt haben. Ja. Er hat's, also sie haben es geschafft, ja, und er hatte gestern tatsächlich gegen einen, wenn nicht sogar gegen den stärksten aus seiner Liga, immerhin 3 zu 2 gespielt. Er hat ihm ganz schön Probleme bereitet. Linkshänder. Wow, beim Tischtennis sowieso immer sehr schwierig, gegen Linkshänder zu spielen. Aber ein bisschen die Taktik umgeändert und dann. Also, umso überraschter bin ich über seine Leistung gestern, die er dann trotzdem noch gebracht hat. Jetzt hat er scheinbar die Windpocken. Und gestern hat sich das schon angedeutet, dass da irgendwie, dass er nicht so fit ist. So, hoffen wir mal. Schauen wir mal, wenn er vom Arzt zurückkommt. So. Hier jetzt Gilde 1. Nur was? Warum? Warum ändert sich da wieder nichts? Moment mal. Ich muss jetzt hier. Das muss jetzt da weg. Moment mal. Irgendwie hat das jetzt mal gerade nicht so funktioniert mit dem Wechsel. Und dann gehen wir mal hier rein. Und dann switchen wir noch. Zack. Gucken wir uns mal an, wie hier momentan der Stand der Dinge ist. Fallout, Meat Grinder, Mac Animation und die Golfos haben wir besiegt.
Die Cartoon Killers. Boah, die haben mal sowas von verloren. Gucken wir mal kurz in die Ranglisten rein. Chris Cross, Applesauce, Marihuana, Fluffy Nutters, deutsches Team Stewroids, Bunny Ears in Burger Costumes, Krypton's Finest, Pirate Crew, Enel, Technicans, Laser Shark, Club Nintendo, Diatite, Finlandia, Natalie's winnende Team, The Natalie's winnende Team, French Tour, Animated Animals, E-Sparkle Police, Weed is all you need, Stony Meloni und London Calling, Reno Leafy and Friends und AAA und Bipolar Bears und Propane. Dann gucken wir mal in unsere Gilde momentan rein. Garden, Tetsuo, Wahnsinn, ehrlich, stark, Herr Bausen auch, Lord Universe, gut, den haben wir ja geschenkt bekommen, den spielen wir ja. Nero XD, Dytronic, Luca, Passiger, Ceci, FIFA Pro Gamer Guy und so langsam aber sicher arbeite ich mich jetzt doch nach oben. 4747, Platz 11. Der Veni, Germinator, Eat Fresh Food, Jordan Puschel, dein Vater, WMW, Moritz, Sahand, Marcel Davis, Tim G., Bessie, Magolö 500, Nüsse, Jumper, Petro Geli, Cursiolo Scaro, Johnny Bauer, Fiesen, X Ivo Bahn, Simal, Dirtblock, El Sole, Gambigo, Kimberly, Brownie Nervt, Fishy, Hero, McFreezy, Lo, Michael, Daniel und Wasser. Gut, Hero 29 hat uns leider gestern Bescheid gegeben, dass er nicht mehr kämpfen wird. Schade. Alexander NOH ist ein Account. Er kriegt keinen Zugriff mehr auf jetzt auf seinen Account. X-Reel. Master Mick und Absu. Ja gut, insgesamt aber 45 Leute, die bis jetzt gekämpft haben. Und das ist schon einmal, ich finde, die, also eigentlich, gut, ist selbst, also ganz ehrlich, bei dem Gegner, selbst wenn wir zu alle 50 angegriffen hätten, auch wenn ein Absu mit dabei gewesen wäre, ein Master Mick, ein Hero 29, gegen diese Gilde, wow, die haben uns aber mal sowas von rasiert. Also bei 10 Leuten, wenn da noch, keine Ahnung, wir waren zu 40 gewesen, haben ja, 25.000 Punkte ungefähr geholt. Keine, trotzdem keine Chance gehabt. Trotzdem keine Chance. Also die waren schon brutal stark gewesen. Hatten ja auch teilweise Mythic-Karten. Ja gut, was willst du machen? Hammer. Ja. Wer steht da? Ceci, Moritz, Scaro, El Sole. Lassen wir uns davon jetzt mal nicht unterbekommen. Lassen wir uns davon nicht unterbekommen. Und jetzt nicht einfach den Kopf in den Sand stecken. Steck nicht dein Sand in den Kopf. Und jetzt ziehen wir einfach wieder durch und dann sollte das Ganze einigermaßen gut über die Bühne noch laufen. Schauen wir mal insgesamt, wie es dann weitergeht. Aber
Das war jetzt einfach mal krass. Ich habe vorhin auch schon die Frage in der Gilde gestellt. Mich würde ja mal interessieren, ob wir gegen, also ob das jetzt so Dire Tide Level war. War das jetzt ungefähr Dire Tide Level? Und wer hatte denn geantwortet? Ich glaube, FIFA hatte geantwortet. FIFA Pro hatte, glaube ich, gemeint, also dass wir bei Dire Tide wahrscheinlich nicht einen einzigen gehabt hätten, der über 500 Helme geholt hätte. War, glaube ich, jetzt nicht so ganz. Ich glaube, dass ein Garden und ein Tetsuo oder auch schon ihre Punkte holen. Ich glaube auch, dass ein Garden auch bei Dire gegen Dire Tide. Also wenigstens mal, sage ich mal, 8 von 10, ne? 7 von 10? 8 von 10 schon holen würde. Und ein Tetsuo wahrscheinlich auch. Ich möchte es nicht ausprobieren müssen. Ich glaube, davon bleiben wir auch verschont. Aber trotz allem würde ich mich freuen, wenn wir irgendwie es schaffen, mit dem Team trotzdem unter die Top 100 zu kommen. Ich glaube, dass wir, wenn wir jetzt einfach so weiter durchziehen mit 40 Aktiven, also wir hatten, als wir das eine Mal unter die 100 gekommen sind, hatten wir auch gerade mal 40, 41, 42 Aktive gehabt, ja. Manchmal auch ein bisschen weniger. Und vom Prinzip her sind wir schon besser geworden. Zumindest mal jeder Spieler für sich. Ne, war, also diejenigen, die, also mit denen wir unter die Top 100 gekommen sind, waren insgesamt deutlich schwächer als das, was wir jetzt momentan haben. Also sollte ein Platz in der Top 100 schon irgendwo drin sein. Wenn wir jetzt so einfach weiter durchziehen, wie es momentan der Fall ist, denke ich mal. Gut, schauen wir mal. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Das war jetzt ernüchternd. Ich finde es irgendwie trotzdem, auch wenn wir das jetzt verloren haben und auch wenn wir jetzt mal so einen richtigen Batscher gekriegt haben, fand ich dieses Match cool und interessant. Also mir persönlich hat es Spaß gemacht. Richtige Herausforderung. Ich werde jetzt wahrscheinlich dafür gehasst werden. Wird das Statement, aber es, ich sehe es so, ich sehe es relativ sportlich. Ja, gibt nun mal Teams, gegen die kannst du halt nicht wirklich gewinnen. Oder Spieler, gegen die du nicht wirklich gewinnen kannst. Aber wenn du dann wenigstens, wenn du das weißt und trotzdem antrittst und trotzdem dein Bestes gibst und wenigstens nicht einfach aufgegeben hast, dann ist das in Ordnung. Ja. Immer mit erhobenem Haupt aus so einem Ding rausgehen, wenn sowas passiert, ne? Also, euch wünsche ich jetzt noch einen schönen Samstag und muss mal gucken, ob ich heute Abend doch noch einen Livestream mache. Ich denke schon. Und dann viel Erfolg noch beim Rumble. Wünsche euch noch viel Spaß, macht's gut, bis dann. Lasst mir mal ein Like da, schreibt mir was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaut das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animations Roadrunner. Mit mir immer gleich, macht's gut, bis dann und tschüss.